guten Tag, herzlich willkommen zu den Tagen der Akademie, der Deutschen Akademie für Fernsehen. Wir haben heute ein sehr interessantes Programm, sehr viele interessante Podien. Wir beginnen mit den Stories of Opportunity, den Klimawandel anders erzählen. Ich freue mich sehr, dass wir den renommierten Klimaforscher, einer der renommiertesten Forscher weltweit, Professor Stefan Rahmstorf vom Potsdamer Institut für Klimafolgenforschung hier haben. Der beginnt uns die wichtigsten Daten der Klimakrise in einem kurzen Vortrag darzustellen. Danach haben wir eine sehr interessante Runde und ich freue mich auf die Gespräche. Vielen Dank. Ja, ich möchte kurz die wichtigsten Daten vorstellen, die man wissen muss, wenn man über die Klimakrise redet. Und ich fange einmal an mit ein bisschen Historie. Schon im Jahr 1843 hat Alexander von Humboldt geschrieben, dass der Mensch das Klima verändert, und zwar, Zitat, durch Fällen der Wälder und durch die Entwicklung großer Dampf- und Gasmassen an den Mittelpunkten der Industrie. Es ist auch belegt, dass Humboldt den Treibhauseffekt kannte, der ja bereits im Jahr 1824 von dem französischen Forscher Joseph Fourier beschrieben worden ist als die bestimmende Größe für die Temperatur von Planeten, nicht nur unserer Erde. Und die Stärke dieses Treibhauseffekts durch CO2 hat zum ersten Mal der schwedische Nobelpreisträger Svante Arrhenius im Jahr 1896 ausgerechnet, als er damals natürlich nur mit Papier und Bleistift auf Basis der physikalischen Grundlagen berechnet hat, dass eine Verdoppelung der CO2-Konzentration in unserer Atmosphäre zu einer globalen Erwärmung von 4 Grad führen würde. Diesen Wert nennen wir heute die Klimasensitivität, denn er sagt, wie empfindlich eigentlich das Klima auf eine CO2-Veränderung reagiert. Und heute wissen wir, dass der reale Wert eher um 3 Grad liegt, aber noch mit einer verbleibenden Unsicherheitsspanne von 2 bis 4 Grad. Entsprechend der Vorhersagen ist dann auch die Klimaveränderung eingetreten durch unsere fossile Energienutzung und zu einem kleineren Teil die Entwaldung. Wir sehen hier die CO2-Konzentration. Inzwischen hat sie sogar über 420 ppm erreicht und ist damit höher als jemals seit mindestens 3 Millionen Jahren. Wahrscheinlich muss man 15 Millionen Jahre zurückgehen, um eine ähnlich hohe CO2-Konzentration in unserer Luft vorzufinden. Und die globale Temperatur liegt inzwischen 1,2 bis 1,3 Grad über dem vorindustriellen Mittelwert. Eine Darstellung des Temperaturanstiegs seit 1880 sieht man hier, die sogenannten Warming Stripes, die Erwärmungsstreifen. Je röter, desto wärmer. Man kann dieselben Daten eben auch nochmal als Datenkurve darstellen seit Beginn der Messungen. Das ist die Datenreihe der NASA. Und diese Warming Stripes zieren übrigens auch die Fassade des Cottbusser Hauptbahnhofes, auch wenn die Deutsche Bahn bestreitet, dass dieses Dekor irgendwas mit Warming Stripes zu tun hat. Die Erwärmung wurde vorhergesagt, bevor sie eingetreten ist, nicht nur theoretisch von Arrhenius damals, sondern es gab den ersten regierungsoffiziellen Bericht über die kommende Erderwärmung, den Revel Report, für den amerikanischen Präsidenten damals im Jahr 1965 bereits, wo das Wesentliche schon drinsteht, nämlich dass wir durch die fossile Energienutzung und den CO2-Anstieg eine Erderwärmung bekommen werden, schmelzende Eismassen, steigenden Meeresspiegel und so weiter, all das, was eben seither genauso abläuft wie vorhergesagt. Im Jahr 1988 hat dann der berühmte NASA-Klimaforscher Jim Hansen als erster in einer Senatsanhörung öffentlich gesagt, die globale Erwärmung ist jetzt da, die wir lange vorhergesagt haben. Das hat weltweit Schlagzeilen gemacht, war natürlich auf der Titelseite der New York Times. Und ich erinnere mich noch genau daran, ich war damals Doktorand in der Meeresforschung und es wurde da von einigen konservativen Professoren noch etwas kontrovers diskutiert, ob er sich da nicht ein bisschen früh aus dem Fenster gelehnt hat, ob es nicht vielleicht doch noch halbwegs im Rahmen natürlicher Schwankungen sein könnte, was
die Daten dort zeigen, aber inzwischen glaubt das natürlich niemand mehr. Seit Jahrzehnten läuft die Erderwärmung auch quantitativ genau so ab, wie sie von den Klimaforschern vorhergesagt worden ist. Es gab dann den Erdgipfel in Rio 1992 und davor den ersten Bericht des Weltklimarats, der schon festgestellt hat 1990, dass es sicher ist, dass die Treibhausgase zu einer Erderwärmung führen werden. Und inzwischen haben wir sogar den normalen Schwankungsbereich des Holozäns verlassen, in dem Homo sapiens die Landwirtschaft erfunden hat am Anfang und dann sesshaft wurde, angefangen hat, Städte zu bauen. Wir haben 10.000 Jahre von stabilem Klima profitiert. Das haben wir jetzt hinter uns gelassen und wir katapultieren uns aus diesem stabilen Klimabereich auch in einem atemberaubenden Tempo. Wir sehen, dass die Erwärmung von der Eiszeit ins Holozän etwa 1 Grad pro 1000 Jahre betragen hat. Ich muss mal niesen. Dass die Erwärmung von der Eiszeit ins Holozän etwa 1 Grad betragen hat pro 1000 Jahre. Jetzt haben wir mehr als 1 Grad in 100 Jahren geschafft. Ich hoffe, alle haben in der Schule gelernt, dass diese Eiszeiten durch Erdbahnzyklen verursacht werden. Ich habe das in den 70er Jahren in der Schule gelernt. Das ist ja in den 1920ern durch Milutin Milankovic aufgeklärt worden. Auch in Deutschland steigt die Temperatur. Wir haben hier sogar bereits mehr als 2 Grad Erwärmung hinter uns. Die Schwankungen von Jahr zu Jahr sind natürlich größer als in der globalen Mitteltemperatur. Das ist bei kleineren Gebieten selbstverständlich. Im globalen Mittel hebt sich einfach das meiste Wettergeschehen, die Zufallsschwankungen weg. Und auch die Tatsache, dass wir hier schon fast die doppelte Erwärmung sehen wie im globalen Mittel, ist keineswegs überraschend, sondern wie erwartet, weil Deutschland ist ein Landgebiet und der globale Mittelwert besteht zu 71% aus Ozeanoberflächentemperaturen. Und die Ozeane erwärmen sich eben langsamer. Was bei vielen Menschen auch noch nicht angekommen ist, obwohl das auch schon im IPCC-Bericht von 2014 stand, auch mit einer schönen Grafik nochmals hier im Bericht von 2021. Der Mensch ist für etwa 100% der modernen Erwärmung verantwortlich. Das zeigen erstens die unabhängigen Messwerte von der tatsächlichen Erwärmung im Vergleich zur berechneten anthropogenen Erwärmung aufgrund unseres Verständnisses eben der Veränderung der Strahlungsbilanz unseres Planeten. Und zum anderen ist natürlich systematisch abgeschätzt worden, wie viel natürliche Faktoren wie Sonnenaktivität oder Vulkanismus zur globalen Temperaturveränderung beigetragen haben. Und das ist kleiner als plus minus 0,1 Grad. Von diesen 1,3, die wir jetzt schon sehen. Die Folgen merken wir natürlich am ehesten an den Extremen und jeder Laie würde natürlich auch schon vermuten, dass extreme Hitze zunimmt, wenn es allgemein auf unserer Erde wärmer wird. Und das ist auch der Fall, das zeigen diese Kurven hier, die zeigen, welcher Prozentsatz der Landoberfläche eben heiß, sehr heiß oder extrem heiß ist. Ich habe jetzt die wissenschaftlichen Begriffe eine Standardabweichung, zwei Standardabweichung, drei Standardabweichung so benannt. Also extrem ist, drei Standardabweichung ist etwas, was fast nie vorkommt in der Referenzperiode hier 1950 bis 1980. Und diese extreme Hitze erfasst jetzt in den Monatsmitteltemperaturen ständig rund 10% der globalen Landfläche und hat sich in der Häufigkeit ver90-facht. Das ist auch nicht überraschend, auch wenn es für den Laien vielleicht überraschend ist, dass nach nur etwas mehr als 1 Grad Erwärmung dieser Faktor 90 so groß ist. Es ist einfach eine Folge, wenn man die gaußsche Glockenkurve, die Normalverteilung, Zufallsverteilung um diese 1,2 Grad in Richtung wärmer schiebt, dann kriegt man genau das raus und genau das sehen wir auch. Und das bedeutet eben dann häufig neue Hitzerekorde, wie hier auch im abgelaufenen Sommer in Spanien 46,8 Grad. Da kann man sich nicht lange im Freien aufhalten bei solchen Temperaturen.
Es nehmen aber nicht nur die Hitzeextreme zu, sondern auch die Niederschlagsextreme. Das zeigen auch die Messdaten, die wir hier sehen. Da sind neue Tagesrekorde beim Niederschlag gezeigt, also nie vorher dagewesene Rekordregenmengen an einem Tag. Und weltweite Wetterstationen haben wir dazu ausgewertet. Man sieht, dass die grauen Balken zeigen die einzelnen Jahre, die Zunahme. Die rote Linie ist die Glättung dadurch. Die hat in den 90er Jahren den Bereich der Zufallsschwankung verlassen. Das heißt, seit den 1990ern wissen wir, dass die Niederschläge signifikant erhöht sind, also die Niederschlagsrekorde, und auch immer weiter zunehmen. Das ist auch seit über 30 Jahren vorhergesagt worden von der Klimaforschung, denn da steckt ein einfaches physikalisches Gesetz von 1834 in dem Fall dahinter. Pro Grad Erwärmung kann Luft 7% mehr Wasserdampf aufnehmen, bis sie gesättigt ist und es dann abregnet. Und das bedeutet eben, dass ein Extremregen im Mittel etwa 7% mehr Wasser enthält, wenn das Klima 1 Grad wärmer geworden ist. Gleichzeitig steigt aber die Dürre. Das ist aus demselben physikalischen Gesetz folgt das übrigens, denn das ist die Kehrseite. Die Tatsache, dass die Luft mehr Wasserdampf aufnehmen kann, wenn es wärmer ist, bedeutet eben auch, dass die Böden schneller austrocknen, die Vegetation schneller austrocknet und wir sowohl mehr Extremniederschläge als auch mehr Dürren bekommen durch den Klimawandel. Man liest dann natürlich immer in den sozialen Medien die Skeptiker, die sagen, ja, die Klimaforscher sagen, wenn es zu nass ist, ist der Klimawandel schuld, wenn es zu trocken ist, ist der Klimawandel schuld. Aber es ist halt einfach Erstsemester Physik, die das bestimmt. Wir können die Dürresituation in Deutschland immer aktuell beim Dürremonitor des Umweltforschungszentrums Leipzig nachschauen. Ich habe das gerade vorhin noch aktuell in die Präsentation eingefügt. Da sieht man hier, dass also Wert für den 29. November. Deutschland ist in den obersten 25 Zentimetern jetzt richtig nass. Das ist auch nicht überraschend natürlich, wer das Wetter so ein bisschen beobachtet hat die letzten Wochen. Aber interessant, in den obersten 1,8 Meter, da ist immer noch in vielen Stellen eine extreme oder sogar außergewöhnliche Dürre aufgrund der vergangenen Jahre, die ein sehr großes Niederschlagsdefizit hatten, was Jahre starken Regens braucht, bis das wieder aufgefüllt ist. Das sind die Tiefen, aus denen eben die Bäume, die Wälder ihr Wasser holen. In Frankreich haben wir ja auch gesehen, zum Beispiel im Sommer 2022, wie große Flüsse wie die Loire praktisch ausgetrocknet sind. Viele Kernkraftwerke stillstanden, weil sie kein Kühlwasser hatten und Deutschland große Strommengen nach Frankreich exportieren musste. Diese Zunahme der Extreme gehört eben auch zu den Hauptaussagen des Weltklimaberichts. Das IPCC ist also einfach Konsens in der Wissenschaft. Da steht drin, dass der vom Menschen verursachte Klimawandel sich bereits auf viele Wetter- und Klimaextreme in allen Weltregionen auswirkt. Dies hat zu weit verbreiteten nachteiligen Folgen und damit verbundenen Verlusten und Schäden für Natur und Menschen geführt. Das ist eine gesicherte Aussage. Und die Auswirkungen eben auf die Vegetation sehen wir in Deutschland ja auch. Wir haben dieses neue Waldsterben durch Trockenheit seit 2018, die starke Dürre. Hier sieht man die Absterberate von Bäumen. Eine Grafik aus dem Klimafaktenblatt unserer Nationalen Wissenschaftsakademie Leopoldina. Was können wir also tun? Das ist die große Frage zum Schluss. Wir haben zum Glück den Klimavertrag von Paris 2015, wo sich alle Staaten der Welt geeinigt haben auf und verpflichtet haben, Anstrengungen zu unternehmen, die globale Erwärmung auf 1,5 Grad zu begrenzen. Das ist ein kleines Wunder der Diplomatie, weil unter dieser Klimarahmenkonvention von 1992, wo eben dieser Klimavertrag von Paris verabschiedet wurde, die Staaten nur einstimmig etwas entscheiden können. Jeder einzelne Staat hätte das blockieren können, aber eben nach Jahrzehnten der Diskussion haben es alle Staaten eingesehen, selbst die, die vom Verkauf von fossilen Energien leben, dass es einfach überlebenswichtig ist, die globale Erwärmung
wenn irgend möglich, auf 1,5 Grad zu begrenzen. Wie steil müssen wir dazu die Emissionen herunterfahren? Ja, sehr steil leider, weil es eben jahrzehntelang gebremst, verzögert wurde, Skeptikerthesen verbreitet wurden durch die fossile Energielobby und so weiter. Das bedeutet, wir müssen jetzt die weltweiten Emissionen bis 2030 etwa halbieren, und das ist in 7 Jahren. Und das sind leider die Fakten. Das können wir uns nicht aussuchen, wie schnell wir Klimaschutz betreiben, sondern die Klimaziele sind einstimmig gesetzt, auch einstimmig vom Bundestag gebilligt übrigens damals, das Pariser Abkommen. Und den Rest bestimmt einfach die Physik, wie schnell die Emissionen jetzt runter müssen. Noch zum Schluss die wichtigsten Hauptaussagen des aktuellen Berichts des Weltklimarats. Das Zeitfenster, in dem eine lebenswerte und nachhaltige Zukunft für alle gesichert werden kann, schließt sich rapide, und die in diesem Jahrzehnt getroffenen Entscheidungen und durchgeführten Maßnahmen werden sich jetzt und für Tausende von Jahren auswirken. Denn CO2 bleibt sogar viele Zehntausende Jahre erhöht in unserer Atmosphäre. Damit bin ich am Schluss. Bedanke mich herzlich fürs Zuhören. Vielen Dank, Professor Ramsdorf. Das sind die Fakten, über die möchten wir diskutieren und auch vor allem, was sie bedeuten für uns, für die Branche, für die Fernseh- und Filmbranche. Zu meiner Seite sitzt die Autorin Silke Zerz. Über 40 Film- und Serienproduktionen hast du gemacht. Einige Filme haben wir beide zusammen gemacht. Morgen bist du nominiert für die Daphne, für das Drehbuch von Laufen, einem Drama, das in diesem Jahr im Fernsehen gelaufen ist. Neben Silke sitzt Nicole Zabel, Medien- und Umweltjuristin, die zusammen mit Lars Jessen eine interessante Initiative gegründet hat, Planet Narratives. Davon wird sie uns gleich mehr berichten. Dann begrüße ich Florian Deile, Produzentenkollege aus München, der im 2019 die Daphne bekommen hat für den Fernsehfilm Alles Easy, Preisträger des Bayerischen Filmpreises, und mit Wir sind die Neuen ist ihm vor ein paar Jahren ein unglaublicher Überraschungserfolg im Kino gelungen. Vielen Dank, dass ihr alle hier seid, und ich beginne mit Nicole. Wir haben die Fakten gehört. Nicole, wieso ist Green Shooting nicht mehr ausreichend, und was macht eigentlich Planet Narratives? Ja, also Planet Narratives haben wir gegründet, eben weil wir gesehen haben, dass im Fernsehen, im Film, in den Serien überall offensichtlich relativ wenig gezeigt wird von der Klimakrise, also von der Realität, aber auch von den Lösungen, und haben uns dann zusammengeschlossen, also Lars Jessen und ich, und haben diese Initiative gegründet, sind angeschlossen an die Forschung von Maya Göpel, also machen das so ein bisschen zusammen. Und der Sinn hinter dieser Initiative ist, dass wir versuchen, dass in der Filmbranche, also bei uns allen, eben die Klima- und Biodiversitätskrise grundsätzlich mitgedacht wird. Und wir möchten jetzt nicht lauter grüne Filme für eine bestimmte Bubble schaffen, weil das unseres Erachtens nicht so richtig zielführend ist, sondern wir wollen versuchen, das in alle Formate, in alle Genres, überall reinzubringen und damit eben das breitenwirksamer hinzubekommen. Und Green Production, das ist ja auch immer so ein Einwand, der gebracht wird, wenn wir sagen, hey, lasst uns doch mal darüber sprechen, wie wir das Thema irgendwie einbringen können in den Film. Aber häufig gesagt, naja, aber wir machen schon so viel, wir machen Green Production, das ist total anstrengend und aufwendig und auch teuer. Und jetzt kommt ihr auch noch mit den Inhalten. Und da muss man aber sagen, wir haben ja gerade diese Kurve gesehen, die Stefan hier vom IPCC gebracht hat, wie stark wir runter müssen mit den CO2-Emissionen. Wir müssen also in Richtung Dekarbonisierung, das ziemlich schnell gelang. Und wenn man sich anschaut, wie viel CO2 man spart, wenn man alle Green Production Maßnahmen umsetzt, wenn man das tatsächlich alles machen würde, dann kommt man maximal auf eine Reduzierung von zwischen 30% und 40%. Das ist schon viel. Aber wir haben natürlich immer noch hunderte Tonnen Ausstoß pro Produktion. Also man wird nie in diese Kurve gelangen, wo wir eigentlich hin müssen. Deswegen ist der noch wichtigere Ansatz, das ist alles total richtig und wichtig, aber der noch wichtigere Ansatz ist die Superpower sozusagen, die wir als Filmschaffende haben, indem wir Inhalte erschaffen. Das ist, glaube ich, das, weil Geschichten
ist ja das, was uns berührt, was uns fesselt. Also die fiktionalen Erzählungen, da kann das deutlich mehr mit aufgenommen werden. Und das ist im Moment noch nicht der Fall. Und Geschichten nehmen uns mit. Ja, wir wissen ja, was das für eine Wirkung hat. Und wenn wir das gleichzeitig in so viele Kreise reinbringen können, ja, dann ist das halt eine Geschichte, die schon am Lagerfeuer eine große Wirkung hat, wenn man sie gut erzählt. Dann hat man Hunderttausende, Millionen Lagerfeuer gleichzeitig und kann damit natürlich viel mehr bewirken als mit den einzelnen Methoden der Reduktion. Also das quasi das Fußabdruck ist des Films. Da ist dann eben der Handabdruck das Entscheidende. Silke, empfindest du das so, dass du als Autorin diese Superpower hast und jetzt die Stories of Opportunity erzählen kannst? Mir war das einfach ehrlich gesagt lange überhaupt nicht klar. Ich habe auch immer mehr über meinen Fußabdruck nachgedacht als über alles andere und dachte, na, jetzt bin ich doch Vegetarier und ich fahre Fahrrad und versuche CO2 einzusparen, fliege nicht mehr oder fast nicht mehr und mir ist die Idee eigentlich erst relativ spät gekommen, dass ich ja in manchen Produktionen 7 Millionen Zuschauer habe und dass es überhaupt nicht unerheblich ist, was wir da erzählen. Wir können uns dazu als AutorInnen einfach 100-fach entscheiden, was geben wir unseren Charakteren mit, geben wir ihnen Eigenschaften, die eigentlich fossile Narrative perpetuieren, ja, also das berühmte natürlich Autofahren, Fleisch essen und so, das ist aber eigentlich auch ein bisschen kurz gedacht. Wir können uns eigentlich in all unseren Erzählungen, in Krimis, in Rom-Coms, in allem, was wir tun, in Dramen, können wir uns Gedanken machen, wie erzählen wir eigentlich unsere Realität, die eben auch durch die Klimakrise geprägt ist, ja, und wie erzählen wir Reichtum? Wie erzählen wir Alter? Ja, ist Alter auch nur eine Ausdehnung der egoistischen individuellen Konsumbedürfnisse oder so wie es eben oft erzählt wird? Ja, also alte Leute, die dann nochmal einen zweiten Frühling haben und nochmal nach Neuseeland an den Strand jetten. Wie erzählen wir Freiheit? Ja, welche Ikonografie erfinden wir von Freiheit? Ist Freiheit halt immer der Oldtimer im Sonnenuntergang oder kann Freiheit auch was anderes sein? Da gibt es einfach so eine unglaubliche Vielzahl von Entscheidungen, die man als Autorin treffen kann, ohne dass man dabei so on the nose sein muss. Also nicht so, die Filmerzählung muss nicht gleich als Klimageschichte daherkommen, sondern sie kann, das kann man sehr weich einfließen lassen, auch über die Ausstattung, über die Landschaft, über ganz viele, wir haben da ganz viele Möglichkeiten als Autorin und ich finde, das kann man einfach wesentlich mehr nutzen. Die Malisa-Stiftung hat ja eine Untersuchung gemacht über das Thema Klimawandel und wie es im deutschen Fernsehen, wie oft es vorkommt. Es kommt sehr, sehr wenig vor, wenn überhaupt in Informationssendungen und Dokumentationen, in der Fiction, nur 0,6% aller Sendeminuten. Das ist sehr, sehr wenig. Gleichzeitig sagt diese Studie, dass es ein großes Interesse bei den Zuschauern und Zuschauerinnen an den Themen gibt. Florian, würdest du als Produzent das bestätigen? Gibt es ein Publikumsbedürfnis für das Thema Klimawandel, das eigentlich von uns allen überhaupt nicht richtig befriedigt wird? Das kann ich jetzt aus meiner Erfahrung heraus des Unified Filmmakers Kurzfilmfestival zum Thema Klimawandel nicht ganz so bestätigen. Ich kann ein bisschen verstehen bei den Zahlen, die auch Stefan jetzt hier vorgetragen hat, dass man eher lieber davonlaufen will und verdrängen will. Und ich glaube, es fehlt ein wenig, gerade im fiktionalen Bereich, an den Helden, an den positiven Geschichten, die uns auch ein bisschen vorzeigen, wie kann man dem Klimawandel begegnen. Was liegt auch in unserer Macht? Weil bei so einem so Riesenproblem wie dem Klimawandel fühlt man sich ja als Einzelner erstmal machtlos. Ist es aber in Wirklichkeit gar nicht. Und da hilft, glaube ich, schon fiktionale Geschichten mit Figuren, die emotional berühren, die Identifikationspotenzial haben, die den Zuschauer emotional mitnehmen. Und ich kann nur aus meiner Erfahrung heraus sagen, mit dem Kurzfilmfestival, der Gehalt an fiktionalen Geschichten, die den Klimawandel behandelt haben, war wirklich sehr, sehr gering, auch weltweit sehr gering. Da gibt es durchaus Nachholbedarf. Professor Ramsdorf, wenn Sie uns so reden hören, die Filmbranche reden hören, Sie haben ja auch teilgenommen am Klimatag der Deutschen Filmakademie im vergangenen September, war es, glaube ich. Müssen Sie da manchmal
irgendwie schmunzeln über uns, die sich so beschäftigen mit ihren Inhalten. Können wir denn tatsächlich mit Geschichten, wie sehen Sie das, können wir mit unseren Geschichten, mit unserem Programm tatsächlich Einfluss nehmen? Ja, absolut. Also ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig, denn wir Wissenschaftler müssen, das ist unser Job, einfach nüchtern und rational und sachlich die wissenschaftlichen Erkenntnisse darlegen. Damit erreicht man aber nur bestenfalls die Köpfe der Menschen, aber nicht ihre Herzen. Und das ist eben der Bereich der Literatur, des Films und so weiter. Und das ist, glaube ich, sehr wichtig, weil es hat einfach Jahrzehnte Erfahrung, die ich nun schon habe, gezeigt, dass wir das Publikum nur mit diesen wissenschaftlichen Daten eben nicht wirklich erreichen. Ich habe gerade bei einer Arbeitsbesprechung in meinem Büro die Woche fiel mein Blick wieder auf einen alten Cartoon, den ich seit 15 Jahren an meiner Wand hängen habe, wo man eine Gruppe Wölfe sieht, die den Mond anheulen und der eine sagt zum anderen, are we having an impact? Und das habe ich damals aufgehängt, weil man sich natürlich vor 15 Jahren als Klimaforscher schon so fühlte. Man heult etwas in die Welt hinaus. Und ich finde es wahnsinnig schön, dass jetzt die Filmwelt aufwacht zu dem Thema. Gestern habe ich beim Planetary Health Forum gesprochen, bei der Gesundheitscommunity, die ist auch seit einigen Jahren voll mit dabei. Und gerade Ärzte, Mediziner, die haben natürlich auch eine solche Wirkung auf die Menschen, können ihnen erzählen, wie wichtig es einfach für die Gesundheit ist. Klimaschutz geht ja nicht um Eisbären, sondern es geht ja um Menschenschutz dabei. Aber wenn das Thema so vernachlässigt wird in der Fiktion, wie erklärt, Frage an alle eigentlich, sich das Phänomen, dass so eine prestigereiche, teure, internationale Produktion wie der Schwarm, die ja beispielsweise dieses Thema als Grundlage der Geschichte hat, beim Publikum gut angenommen worden ist, aber doch nicht so sensationell, wie sich das, glaube ich, die Macher erhofft haben. Ganz schwer, kann jetzt eigentlich auch nur aus meiner ganz persönlichen Sicht als Autorin vielleicht sagen, dass ich glaube, der Schwarm ist insgesamt ein bisschen zu kalt erzählt. Es ist mir persönlich schwer gefallen, mich emotional irgendwie anzubinden an eine der Figuren. Man hatte immer das Gefühl, es ist auch so eine Aufsicht. Aber das ist jetzt vielleicht auch gar nicht so die Frage, wieso das eine oder das andere funktioniert. Das ist natürlich dann auch immer so in der einzelnen Produktion die erzählerische Kunst. Mal gelingt es nicht. Sondern uns geht es halt vor allen Dingen darum, vielleicht auch mal über ein anderes Framing nachzudenken, um daran zu denken, dass wo auch immer Gefahr ist, das Rettende auch wächst. Wir sind ja schon längst drin in dieser gesellschaftlichen Transformation, der Wandel, für den Stefan und viele andere ja schon seit vielen Jahrzehnten kämpfen, ist ja schon im Werden. Und viele Menschen haben einfach so viel Angst, dass sie in ein Abwehrverhalten gehen. Also entweder wehren sie ab mit zu viel Pessimismus, sie sagen, es ist sowieso alles schon zu spät, oder sie wehren ab mit zu viel Optimismus, indem sie sagen, la 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 la, es wird uns schon nicht treffen. Und beides ist halt nicht richtig. Wir können aber auch beim Erzählen viel dafür tun, dass wir Geschichten erzählen, die auch motivierend sind, die sagen, hey, es gibt auch andere, die haben dieselben Ängste wie ich, die haben dieselben Sorgen. Wir können Heldenreisen erzählen, die vielleicht auch diese Wege beschreiten, ja, von einem Weg durch die Trauer hindurch ins Handeln. Und da haben wir, machen wir uns viele Gedanken drüber, machen auch viele Vorschläge und würden hoffen, dass vielleicht einige oder andere darüber mal nachdenken, dass wir, wie es die junge Wissenschaftlerin Hannah Ritchie so schön sagt, vielleicht gar nicht die letzte Generation vor den Kipppunkten sind, sondern die erste Generation, die aufbricht in eine nachhaltige Zukunft. Das hat was mit Framing zu tun und ja, das ist unser Anliegen. Gibt es ein konkretes Projekt, in dem du das umsetzen kannst? Also gibt es auch eine Offenheit bei Auftraggebern, bei den Sendern, dass sie sich stärker diesem Thema zuwenden wollen?
Es ist immer alles Kampf, aber das sind wir ja, wir sind ja schon seit ich das mache, Kummer gewohnt. Man muss natürlich um Klimathemen anders kämpfen, aber ich mache das ja sowieso auch schon eine Weile so, dass ich nicht Klimafilme schreibe und ich halt auch jetzt ganz persönlich nicht so viel davon, jetzt den Markt mit dem großen Klimafilm zu überschwemmen. Das ist nämlich genau das, was diese Abwehr erzeugt, sondern es ist sehr viel zielführender zu sagen, wir erzählen das mal über die Ausstattung mit, wir erzählen das über die Landschaft mit, wir statten einzelne Charaktere mit bestimmten Klimagefühlen aus oder wir erzählen Generationenkonflikte mal vielleicht außerhalb der typischen Klimapädagogik. Ich habe eigentlich eher so die Agenda, dass ich das versuche, weich einzuflechten in fast alle meine Geschichten, die manchmal Familiendramen sind, manchmal Krimis. Einen großen Naturschutzstoff habe ich in Arbeit, den habe ich noch nicht platziert. Das ist ja immer das Bohren dicker Bretter. Aber wir müssen natürlich dranbleiben und wir müssen das natürlich auch, ich glaube, lösungsorientierte Klimageschichten haben auch sehr viel bessere Aussicht, realisiert zu werden. Nicole, was macht ihr bei Planet Narratives mit Autorinnen und Autoren? Wir machen verschiedene Sachen. Wir bieten vor allem jetzt als erstes Autoren-Workshops an. Wir gehen auch tatsächlich auch in Redaktionen, in Sender und sprechen auch mit Streamern und so weiter und versuchen erstmal diese Aufmerksamkeit darauf zu bringen. Und die Abwehr, die da eben kommt, ist natürlich auch nicht ganz unberechtigt. Also das eine ist, was häufig von den Redaktionen gebracht wird, ist der Ideologie-Einwand. Ne? Wir wollen ja kein Haltungs-TV machen und das gehört vielleicht in die Dokus, aber eben nicht in das fiktionale Fernsehen. Und da versuchen wir dann einfach auch klarzumachen, dass der Erhalt unserer Lebensgrundlagen ja eigentlich keine Ideologie sein kann, sondern uns tatsächlich alle betrifft und nicht nur irgendwelche Klimaaktivisten oder so, sondern dass das was ist, wo wir wirklich alle anknüpfen können. Und deswegen grundsätzlich man das einfügen kann. So. Und dann muss man eben schauen, wie macht man das. Und die große Problematik bei der Klimakrise ist eben, sie ist so ein bisschen schwer narrativierbar, ja, es lässt sich nicht so greifen, es gibt nicht den einen Antagonisten, nicht die eine Lösung, die man machen kann. Es ist so ein bisschen wie Samira El-Wazir ganz gut sagt, so wie eine Bombe in Zeitlupe. Und wenn eine Bombendrohung ist, sind alle, oh Gott. Und diese Bombe in Zeitlupe, die wird eigentlich wenig beachtet. Und das Schwierige bei den Erzählungen ist, glaube ich, dass wir auf negative Nachrichten irgendwie besser, wir mögen Krimis, wir mögen Dystopien, also wie Maren Urner sagt, wir haben so ein Steinzeitgehirn, wir reagieren automatisch auf negative Nachrichten, sind aber in der Klimakrise funktioniert das eben nicht, weil es uns ohnmächtig zurücklässt. Also dieser Was-wäre-wenn-Grusel-Faktor ist eben nicht zielführend, weil es ist schon da. Deswegen wollen wir diese Filme nicht sehen. Also Klimadystopien meines Erachtens funktionieren nicht mehr, haben vielleicht vor einer Weile funktioniert, um Aufmerksamkeit zu schaffen, aber das funktioniert nicht mehr. Deswegen müssen wir das Gehirn so ein bisschen überlisten und versuchen, ohne es schön zu reden und ohne die Fakten wegzudrängen, also das einmal anzuerkennen und von da ausgehend dann aber auch in die Lösung zu gehen und auch in die, was können wir eigentlich gewinnen, anstatt immer nur, was können wir verlieren. Weil das ist ja genau, was wir als Filmemacher so toll machen können. Wir können die Vorstellungskraft der Menschen, und die Menschen sind die einzige Spezies, die diese Vorstellungskraft haben, die sich was vorstellen können, was noch nicht da ist. Und das können wir mit unseren Filmen anregen und berühren. Und wenn wir diese Aufgabe ernst nehmen, und das wird im Moment noch nicht so richtig gemacht, dann kann man da, glaube ich, ganz, ganz viel bewirken. Aber dann eben nicht nur in den großen Dramen, sondern sicher auch im ganz regulären Vorabendprogramm. Überall, genau, weil man kann das ja super einführen. Also die Realitäten, die schon da sind zum Beispiel, die ja ausgeblendet werden, der vertrocknete Garten, der abgestorbene Harzer Wald, der dann künstlich eingefügt wird. Wir erzählen ja die ganze Zeit Klima. Es ist ja nicht so, dass wir Klima, wir kannten Klima nicht erzählen. Ja? Also wir erzählen es die ganze Zeit und wir transportieren weiterhin fossile Narrative. Das große Auto ist immer direkt vor der Tür, es gibt nie Parkplatzsuchprobleme, die Wohnung ist viel zu groß, weil man da besser drehen kann. Ja? Und aber auch natürlich Sachen wie das Traumschiff, was natürlich Sehnsüchte beim Zuschauer weckt. Und das kann man natürlich alles hinterfragen. Das sind alles fossile Wohlfühlnarrative, die wir dann eben annehmen als Zuschauer auch. Florian, du hast mit deinem Festival die Möglichkeit gehabt, sehr viele, sehr unterschiedliche Produktionen zum Thema, internationale Produktionen zum Thema zu sehen. Wie ist denn deine Einschätzung, wie im Moment der Stand ist? Ja, wie ich das vorhin schon gesagt habe, im fiktionalen Bereich ist das eher unterbemittelt, ja, bis gar nicht beleuchtet. Im dokumentarischen Bereich gibt es natürlich wahnsinnig viel.
Da wird auch wahnsinnig viel gemacht. Das muss man ja auch wirklich den Öffentlich-Rechtlichen, aber auch den privaten Sendern, genauso wie den Streamern attestieren, dass sie wirklich da viel, ein großes Engagement haben. Aber eben in den fiktionalen Geschichten ist es sehr, sehr schwer, weil es ist oft ideologiegetrieben. Alles, was ideologiegetrieben ist, wird im Sender sowieso abgelehnt, weil es ist zu politisch. Man will sich da auch nicht vereinnahmen lassen. Ergo muss man das listig anstellen und muss versuchen, irgendwie dieses Thema anders unterzubringen, sei es eben durch die Haltung von Figuren, sei es über positive Erzählansätze, über Heldengeschichten, die vielleicht dem kleinen David gegen Goliath was erreichen, oder ja eben doch durch die Hintertür politisch werden und den Lobbyismus offenbaren, aber eben auf eine spannende, unterhaltsame Art und Weise. Das ist muss man trickreich vorgehen. Ich habe aus meiner Erfahrung heraus während des Klimawandel-Festivals oder während dem Festival zum Klimawandel sehr viel Kontakte geknüpft zu Aktivisten, und die haben ein großes Problem, dass über sie meistens dokumentarisch berichtet wird, aber so gut wie nie fiktional, emotional berührend. Gleichzeitig habe ich die Erfahrung gemacht, wenn man mit Geschichten über Aktivisten an Sender herantritt, ist da sofort eine Abwehrhaltung. Da hat die letzte Generation in dem Fall wahrscheinlich mehr zerstört als Gutes getan, ohne sie jetzt irgendwie brandmarken zu wollen, um Gottes Willen. Das ist schwierig, weil das Publikum natürlich selber auch eine gewisse Abwehrhaltung hat, entwickelt hat. Auch natürlich durch die mediale Hetze, die da teilweise stattfindet, von Bild und Konsorten. Darf ich da vielleicht nur mal kurz darauf antworten? Also ich glaube, also der MDR hat hier zum Beispiel einen Klimaaktivisten oder eine Aktivistenserie gemacht, die heißt Wer wir sind, die ist jetzt gerade gestartet. Ganz richtig ist es nicht, es gibt schon was. Und ich wollte einfach auch nur noch mal hinzufügen, also Wir sollten nicht manipulativ arbeiten. Ne? Das ist auch wieder falsch, weil Sie sagten listig. Das ist worum es mir jetzt gegangen ist in dem, was ich ausgeführt habe, ist, dass es einfach ein Teil einer neuen Normalität ist. Das ist nicht mehr, das ist einfach unsere Welt, und unsere Welt müssen wir erzählen. Wir wenden uns eigentlich vor allen Dingen gegen die Realitätsverleugnung, die im Fernsehen stattfindet. Statt die Welt so, wie sie ist, zu erzählen, dass die Winter halt teilweise 20 Grad warm sind und man Silvester in München auf dem Balkon sitzen kann und sich sonnen, müssen wir in Weihnachtsfilmen immer wieder dem Schnee hinterherjagen. Das sind so Dinge, die darf man mal hinterfragen, aber es soll jetzt nicht so anklingen, als würden wir versuchen, dieses Thema irgendwo rein zu manipulieren, sondern es ist einfach Teil eines neuen Normal, mit dem wir umgehen müssen. Und ja. Das Listig bezog sich in dem Fall auch eher auf On-the-Nose-Erzählen. Ja. Dass das eben nicht so funktioniert. Ideologiegetriebenes On-the-Nose-Erzählen ist weder gewünscht von den Sendern, von den Auftraggebern, noch vom Publikum, denke ich. Ja, ich finde es interessant, dass dieser Begriff Ideologie auftaucht, weil klar, es gibt eben Menschen, die versuchen, das in die Ideologie-Ecke zu schieben, weil sie das gerne nicht gerne hören wollen. Denn natürlich ist Klimaschutz ist keine Ideologie, sondern das ist genau wie Einsatz für Menschenrechte. Da würde man auch nicht sagen, ja, das ist ideologisch, wenn jemand für Menschenrechte oder für Frauenrechte sich einsetzt in einem Film. Früher war Klima im Umweltministerium, da war es schön in der Schublade und in einer wenig machtvollen Ecke. Jetzt haben wir immerhin einen Wirtschafts- und Klimaminister, aber jetzt ist es plötzlich Sache der Grünen, als hätte nicht der Bundestag einstimmig das Pariser Abkommen gebilligt. Und es ist die Verpflichtung, die wir eingegangen sind, im Völkerrecht verbindlich uns um 1,5 Grad zu bemühen. Das Bundesverfassungsgericht hat gesagt, Klimaschutz hat Verfassungsrang. Es geht darum, dass junge Menschen, die nächste Generation, auch noch Freiheiten hat. Und es sollte einfach selbstverständlich sein, dass man das erzählt, ohne dass es aus irgendeiner bestimmten Ecke kommt. Deswegen, das ist, glaube ich, eine Sache, die man versuchen muss zu überwinden, diese Vorstellung,
das sei ein grünes Thema oder es sei ideologisch und diese Dinge. Da muss man nur beobachten, wie die politische Debatte darüber geführt wird, ja. Ja, und wie, wie da auch gespalten wird, ja, aus diversen Kreisen. Ja, da gibt es bestimmte Interessen, die versuchen, das Thema möglichst so konfrontativ zu halten. Das haben wir in der Wissenschaft ja über Jahrzehnte erlebt, dass die fossile Energielobby diese mit massiven PR-Ausgaben, hunderte Millionen Dollar, diese Klimaskeptiker-Narrative in die Öffentlichkeit gepusht hat, um das Thema als ein umstrittenes darzustellen, was spaltet, statt ein gemeinsames Thema, was um die Zukunft, eine gute Zukunft für alle Menschen sich dreht. Vielleicht noch ganz kurz zur Ergänzung, vielleicht könnte man das auch im Film auch mal entlarven, ja, diese Erzählung in die Vergangenheit rein. Also Maya Göpel sagt das so schön, wir müssen die Beweislast auf den Status quo richten. Das heißt, warum sollen wir uns eigentlich dafür rechtfertigen, dass wir die Lebensgrundlagen erhalten wollen und in die Zukunft blicken? Warum sollten sich nicht die dafür rechtfertigen, die den Planeten zerstören und unsere Lebensgrundlagen, unsere Gesundheit zerstören und immer zurückziehen? Ne? Im Moment ist das eben umgedreht. Und ich glaube, da muss man auch einmal, und das kann man im Film, glaube ich, schon ganz gut entlarven, diese fossilen Erzählungen, dieses wir können alles behalten und Ökologie zerstört Ökonomie. Also diese ganzen Erzählungen, die ja tatsächlich Erzählungen sind, die kann man tatsächlich mit Kreativität, glaube ich, ganz gut entlarven. Trotzdem sind die meisten Geschichten ja immer noch, weil du vorhin auch den Begriff der Heldenreise oder der Heldenerzählung gebraucht hast, so, dass der Held in ein Auto steigt, um irgendwo hinzufahren und dann was Wichtiges löst. Also entweder seine Beziehung rettet oder einen Mordfall aufklärt. Es hat ja noch nie, ich kann mir das gar nicht vorstellen, einen Tatort zu machen, in dem, was für Berlin ganz unproblematisch wäre, indem die beiden Kommissare in die S-Bahn oder U-Bahn steigen, weil sie einfach viel, viel schneller da sind und es auch keine Staus- oder Parkplatzprobleme gibt. Also wir sind ja geeicht, eigentlich immer noch solche Geschichten zu erzählen, ne? Also die fossilen alten Geschichten zu erzählen, dass tatsächlich unsere Helden und Heldinnen nur noch mit dem Fahrrad fahren oder ein E-Auto fahren oder sowas. Das sind auch in unseren Filmen die Ausnahmen. Ja, wir wollen jetzt aber auch nicht dahin kommen, dass man jetzt am Ende jeder Filmerzählung die Lastenräder durchzählt oder guckt, wie viele Veganer haben wir da drin. Das wäre der völlig falsche Ansatz. Eigentlich geht es eher darum, diese fossile Realität, von der du sprichst, überhaupt mal wahrzunehmen und zu sagen, ist das einfach das, was wir wirklich noch täglich erleben und wollen wir das auch fiktiv noch verstärken oder wollen wir was anderes verstärken? Also da gibt es, glaube ich, ganz, ganz lohnende Denkmuster zu überprüfen. Also ich kann das mal vielleicht vergleichen mit dem Kampf um Geschlechtergerechtigkeit und Diversität, den wir ja auch in unseren Drehbüchern vollzogen haben. Vor 20 Jahren habe ich selbstverständlich noch, wenn ich eine Mediziner-Nebenrolle hatte, habe ich einmal Arzt geschrieben. Und das war eigentlich kaum hinterfragt. Und heute schreibt man Ärztin oder man schreibt Ärztin geht damit natürlich auch ganz selbstverständlich davon aus, dass da vielleicht auch eine Frau besetzt werden kann für solche Rollen. Und genauso ist es mit der Diversität, die ist ja auch relativ noch nicht voll, also noch nicht, ist es noch nicht, glaube ich, das Ende des Weges, aber es wird besser integriert in Filmerzählungen. Und genauso können wir das ja auch mit unseren Lebensgrundlagen machen, indem wir einfach vielleicht Figuren auch mal darüber debattieren lassen, können wir eigentlich überhaupt noch sorglos nach Griechenland fahren oder müssen wir vielleicht nach Spanien ausweichen, aber gibt es auch Waldbrände oder ne, in Kanada sowieso, da brennt es. Und solche Themen können ja auch mal nebenbei einfließen, ohne dass gleich das ganze Produkt ein Klimafilm sein muss. Ja, aber natürlich ist immer die Gefahr da, dass man dann sagt, bloß keine Autos mehr und bloß keine, so wie es nicht mehr in deutschen Filmen und Produktionen geraucht werden darf. Ne? Das ist immer ein Problem, wenn dann Held oder Heldin mal eine Zigarette rauchen möchte. Das ist dann, das geht ja überhaupt nicht. Trotzdem, so an dem Punkt sind wir ja noch gar nicht. Professor Ramsdorf, wenn Sie sowas sehen, ich weiß nicht, ob Sie es gesehen haben, ich frage, wie die Serie bei Amazon The Most Dangerous Show. Ist das ein Format, das weiterbringt? Habe ich gesehen, fand ich großartig, ehrlich gesagt, weil es wirklich mal diese Klimastory auf eine ganz andere Art und Weise erzählt wurde. Wirklich auch sehr unterhaltsam, trotzdem eindringlich.
Und ich fand es auch sehr gut, wie Joko so seine eigenen Gedanken dazu, wie er merkt, was sich in ihm verändert, als er diese Geschichte recherchiert, dass man merkt, das ist auch eine innere Reise, sich dieses Themas einfach mal wirklich auszusetzen und bewusst zu machen. Ich finde, das nimmt den Zuschauer mit, also nach meiner Empfindung, dass es nicht ein Klimaforscher so sich da hinstellt und sagt, ja, so ist es, Punkt, und dann müssen die Leute das glauben, sondern dass jemand zeigt, wie er selber anfängt und gar nicht so viel über das Thema weiß und dann allmählich dazulernt, weil ich glaube, damit kann der Zuschauer nachvollziehen. Es geht ja vielen Menschen so, in meinem Bekanntenkreis jedenfalls. Ich kenne ganz viele Menschen, die eben erst in den letzten paar Jahren plötzlich aufgewacht sind zu diesem Thema und sich informiert haben und nicht wie ich seit über 30 Jahren eigentlich das verfolgen. Möchten Sie im Publikum vielleicht auch mal eine Frage stellen, dass die Möglichkeit bestünde? Nö, kein Interesse. Das ist schade. Ich finde zu diesem Thema, wir sind noch nicht so allzu viel zu dem konstruktiven, positiven Thema gekommen. Also es ist auch meine Schuld, weil ich habe gezeigt, wie schnell müssen die Emissionen runter. Aber ich habe nicht dazu gesagt, dass es nach wie vor möglich ist, die Erwärmung auf 1,5 Grad zu begrenzen. Die Internationale Energieagentur hat gerade jetzt vor der COP nochmal einen Bericht rausgebracht, was nötig wäre, um das zu schaffen. Und auch diese Ziele werden auch jetzt diskutiert in Dubai, also Verdreifachung der erneuerbaren Stromerzeugung bis 2030, Verdoppelung der Geschwindigkeit bei der Effizienzverbesserung. Das sind Dinge, die sind machbar. Wir haben heute die Technologien. Das kann man positiv festhalten. Wir merken auch, das Bewusstsein für das Thema ist viel, viel größer als noch vor 5 Jahren. Das ist, glaube ich, großenteils Fridays for Future zu verdanken, nach meiner Beobachtung. Und wir sehen ja auch ganz viele positive Ansätze im Kleinen, also in einzelnen Städten, wie zum Beispiel Paris innerhalb von weniger Jahre durch die Bürgermeisterin Hidalgo umgebaut worden ist zu einer eben Rad- und Fußgängerfreundlichen Stadt mit eben die Verkehrswende realisiert. Da können ja auch durchaus mal Filme spielen, wo man im Hintergrund das einfach sieht, wie schön das ist in Paris oder Barcelona oder Kopenhagen, wer diese Städte mal besucht hat. Das würde vielleicht dann auch die Widerstände, die es in Berlin gibt, gegen einzelne Fahrradstraßen in der Friedrichstraße oder so, dass es gleich wieder alles rückabgewickelt werden muss, um das zu überwinden, wenn man einmal sieht, wie die Lebensqualität auch sein kann, wenn man eben diese Verkehrswende wirklich vorantreiben würde, in vielen Städten und nicht nur in den wenigen Positivbeispielen. Ja, es gibt ja auch eine Vielzahl, also wirklich unfassbar viele Menschen, die sich jetzt auch dem anschließen und die Ideen entwickeln in puncto Kreislaufwirtschaft, ja, die im Bereich Biodiversität auch ganz, ganz wichtig. Wir haben ja eine Zwillingskrise, also die Biodiversitätskrise, sagen manche Forscher, das ist vielleicht noch die dramatischere Krise. Da sind auch sehr viele Geschichten möglich von Menschen, die lokal und persönlich sich auf den Weg machen und vielleicht wirklich nur einen Parkplatz in einen Garten umwandeln oder Moore wieder vernässen oder Flüsse renaturieren. Das sind auch oft sehr emotionale Reisen, auf die man seine Figuren schicken kann. Und es gibt so viele tolle neue Berufe auch im Bereich Kreislaufwirtschaft. Wir können auch mal über andere Milieus erzählen. Leute, die Ideen haben, ja, die wirklich sich tätig in den Wandel begeben, tätig in das Werdende begeben, wie Ernst Bloch sagt, das ist Hoffnung. Ja, Hoffnung heißt nicht zu warten, dass irgendwas von alleine passiert, sondern Hoffnung heißt, mit dabei zu sein bei denen, also einfach was zu tun. Und das, glaube ich, können wir als FilmemacherInnen und als Autorin durchaus befeuern, bestärken, motivieren mit guten Geschichten, die natürlich in allererster Linie unterhaltsam sein müssen. Ja, und auch vielleicht gerade das individuelle Gesundheitsthema, was Eckart von Hirschhausen ja mit seiner Stiftung Gesunde Erde, gesunder Mensch in den Vordergrund stellt. Und da kann man natürlich auch ganz gut anknüpfen, ne? Was hat meine
persönliche Gesundheit mit der planetaren Gesundheit auch zu tun und dann eben auch zeigen, was ist denn gut, wenn wir nicht mehr die ganzen Abgase einatmen und die ganzen Lungenerkrankungen, die es ja dazu gibt. Und das wird ja auch relativ selten thematisiert. Also das könnte man auch machen und da die positiven Seiten zeigen. Ich war in der Vorbereitung zu diesem Podium überrascht darüber, dass es doch so viele Vernetzungen gibt zwischen den Kreativen, zwischen Wissenschaft, zwischen Politik und dass ihr das auch bei Planet Narratives gewissermaßen zum Teil koordiniert. Also dass ihr alle miteinander zu tun habt und dass da, glaube ich, fast unbeobachtet von der Öffentlichkeit so ein Netzwerk entsteht, was ich zu anderen Themen, rein Branchenthemen, so nicht kenne oder nie gekannt habe. Ist das so? Also auch eine größere Akzeptanz auch bei der Wissenschaft für unsere Szene? Also ich kann für unser Institut, das Potsdam-Institut, sagen, dass wir schon immer sehr stark die Verbindung auch zur Künstler-, Literatur-, Filmszene gesucht haben. Wir hatten zum Beispiel ein Programm über viele Jahre von Artists in Residence, die dann einige Monate bei uns auf dem Campus gearbeitet haben, um den Kontakt mit Wissenschaftlern im Alltag einfach zu erleben für dieses Thema. Wir haben natürlich auch bei Filmen, haben Wissenschaftler immer beraten, also jetzt in meinem Fachgebiet, Ozeanzirkulation, The Day After Tomorrow von Roland Emmerich zum Beispiel, da haben natürlich amerikanische Kollegen von mir, die an dem Thema arbeiten, auch beraten beim Drehbuch und bei der Verfilmung. Das ist einer der Gründe, warum wir mit unserem Unified Filmmakers Festival noch einen Schritt weiter gehen wollen und jetzt einen Marktplatz und ein Netzwerk ins Leben rufen, auf dem sich Filmemacher, Filmschaffende und NGOs verknüpfen können, verbinden können und gemeinsam Projekte auf die Beine stellen können, die Maßnahmen gegen den Klimawandel darstellen, präsentieren, befeuern, wie auch immer. Also bei uns in der Gruppe ist ja dabei so eine Bezeichnung dafür entstanden, das sind die wirren Allianzen, die Maya damals in die Runde gebracht hat und Joko jetzt bei jeder Gelegenheit bei den Preisverleihungen auch sagt. Und ich glaube, das ist unglaublich wichtig, ja, dass wir nicht in unseren, also zum einen nicht in unserer Bubble bleiben, aber auch zum anderen nicht in unserem jeweiligen Forschungsgebiet oder in unserem jeweiligen Gebiet, sondern uns verknüpfen. Und wir haben jetzt in diesem Jahr das sehr oft gemacht mit ganz vielen Menschen aus ganz vielen unterschiedlichen Bereichen, aus der Wirtschaft, aus der Wissenschaft, aus der Klimawissenschaft, Transformationswissenschaft, Psychologie, ganz wichtig, Sozialforschung und dann eben auch Künstler und auch Stahlbranche und alles. Und ich glaube, dass das der Schlüssel dazu ist, dass man sich da austauscht, wie können wir da auch Allianzen bilden, wie können wir das Storytelling auch in den jeweiligen Bereichen besser machen. Und deswegen machen wir das und ich habe das Gefühl, dass das tatsächlich sehr, sehr viel bringt. Würde es denn, um zum Anfang des Gesprächs nochmal zurückzukommen, was Green Shooting angeht, da hast du ja ganz zu Recht gesagt, es sind trotzdem immer noch unglaubliche Emissionen, die so eine Produktion hervorbringt. Würde es denn auch helfen oder würde das die Wissenschaft von uns erwarten, dass wir ein bisschen weniger machen, dass wir da auch innehalten und nicht so viel produzieren? Oder ist das ein Tabuthema? Na, also das habe ich jetzt von der Wissenschaft noch nie gehört. Das wäre auch vermessen, wenn die Wissenschaft sagt, was die Filmbranche machen sollte. Fakt ist letztlich, dass wir auf Null Emissionen kommen müssen, bei CO2 auf jeden Fall. Und von daher geht es gar nicht um weniger, sondern um anders. Und man kann es als Individuum oder so auch gar nicht schaffen, sondern da ist schon eine große Verantwortung von der Wirtschaft und der Politik, ganz klare Regeln zu setzen, dass der Strom zum Beispiel 100% erneuerbar ist und solche Dinge, damit man jeder Branche, jeder seinem Geschäft nachgehen kann, es aber mit Null Emissionen machen kann. Es ist sicherlich auch eins der größten Herausforderungen, weil natürlich der Einzelne erstmal die Verantwortung wegschiebt von sich und sagt, naja, die eigentlichen großen CO2-Verbraucher, das ist ja die Industrie, da kann ich ja gar nichts dran ändern. Und das ist, glaube ich, etwas, wo wir mehr hinarbeiten können, dass da sehr viel Möglichkeiten besteht, auch Änderungen herbeizuführen. Und sei es nur durch die richtige Stimme bei der richtigen Partei. Ich will jetzt hier keine Parteiwerbung machen, aber
Ich glaube, dafür nochmal ein stärkeres Bewusstsein zu schaffen, das wäre schon wichtig. Also ich glaube, wir müssen da nicht die Produktion reduzieren, auf gar keinen Fall. Ich glaube, dass Film ja auch total wichtig ist, und das ist ja genau der Punkt, dass wir brauchen einen Systemwandel. Ja? Und das heißt jetzt nicht politischer Systemwandel, sondern das heißt, dass wir, wie Stefan sagt, nicht so ein bisschen irgendwo rumarbeiten, so ein bisschen reduzieren, so ein bisschen weniger Fleisch essen und dann ist jeder individuelle Mensch ein bisschen weniger. Das funktioniert nicht. Wir müssen auf null. Das heißt, wir brauchen einen Systemwechsel. Und es ist eben so, dass keine Filmproduktion, wenn die E-Autos nicht verfügbar sind, wenn der Ökostrom nicht verfügbar ist, wenn die Bahn nicht pünktlich kommt, weil da nicht investiert wird, sondern in Straßen investiert wird, dann können wir das gar nicht schaffen. Und das ist auch nicht unsere Aufgabe, das da zu schaffen. Und deswegen ist eben diese Geschichtenerzählung die besondere Kraft, die wir jetzt nutzen können, um das in die Gesellschaft zu tragen, ja? Und um auch jedem Einzelnen zu sagen, nein, du bist nicht machtlos, du bist nicht hilflos, sondern du kannst etwas tun, und dieses etwas tun muss nicht unbedingt nur sein, dass du jetzt so ein paar Sachen reduzierst und jetzt Vegetarier wird. Das ist total super, aber auch ein Individuum kann nicht unter 5 Tonnen CO2 pro Jahr kommen, wenn er das alles macht. Das wird nicht funktionieren. Deswegen ist die Kraft der Gesellschaft dieses Erreichen der sozialen Kipppunkte, dass wir diese Maßnahmen, die Transformationsmaßnahmen mittragen, die Veränderung, und daran glauben, dass es auch eine Verbesserung sein kann für alle. Das ist, glaube ich, das ganz, ganz Entscheidende. Und dann ist auch dieses individuelle Schuld- und Schamgefühl, oh Gott, ich bin immer noch und bin jetzt doch noch mal geflogen und so, dann ist das eben auch geringer. Und dann kann man auch wieder Mut schaffen, das gemeinsam zu schaffen, diese kollektive Selbstwirksamkeitsgefühl, wir können gemeinsam was schaffen. Und das kann man, weil die Maßnahmen, die Technik ist da, wie Stefan das gesagt hat. Wir können die Transformation gut hinbekommen, aber es ziehen eben zu viele Kräfte, vor allem natürlich auch fossile Lobbykräfte, in die andere Richtung. Man hat auch so ein bisschen das Gefühl, dass einfach in Deutschland ja generell eine große Angst vor Veränderungen herrscht. Ja? Und man muss irgendwie, glaube ich, den Leuten die Angst nehmen vor diesen Veränderungen und muss ihnen eben auf positive Art und Weise aufzeigen, dass es gibt auch viele Vorteile, die diese Veränderung mit sich bringen. Und ja. das ist, glaube ich, eine der größten Herausforderungen. Ja, da hat die Klimapsychologie auch den schönen Begriff Verlustaversion dafür. Das ist einfach diese Angst, mir wird was genommen, und auch das können wir in unseren Geschichten aber ändern. Wir können das umdrehen, wir können einfach auch zeigen, dass eben nichts genommen wird, sondern man einfach, eher, dass man dass man bereichert wird. Ich nenne das immer Win-Win-Geschichten. Die Renaturierung zum Beispiel von bestimmten Ökosystemen oder das Heilen von beschädigter Landschaft, das können ganz große Win-Win-Geschichten sein, wenn man jetzt zum Beispiel das Beispiel nimmt, dass jemand einen Fluss wiederherstellt oder einen Garten schafft und so, dann heilt er oder sie natürlich auch nicht nur den Garten, das Ökosystem mit seiner Artenvielfalt, sondern auch sich selbst und seine Beziehungen und oft auch die Gemeinschaften, menschliche Gemeinschaften mit. Da, wo die Natur zurückkommt, kommen auch oft menschliche Beziehungen zurück in der Realität und natürlich auch in Filmen. Und diese Filme sind einfach noch zu schreiben. Ich finde, man könnte diese Verlustängste ja vielleicht auch in dem Narrativ umdrehen, weil wir drohen ja, unsere Lebenswelt, unser stabiles Klima, unsere Ökosysteme zu verlieren, wenn wir nichts tun. Und wir sollten vielleicht nicht den Begriff Transformation benutzen, weil Sozialwissenschaftler in Befragungen herausgefunden haben, dass der polarisiert und eben solche Verlustängste auslöst, wenn man hört, oh Gott, ich muss mich transformieren oder sowas. Das klingt ja auch erstmal nicht schön. Eigentlich geht es ja um Bewahren. Wir wollen die Lebensgrundlagen bewahren und eine bessere Zukunft schaffen. Ich denke, vielleicht können gerade Filmschaffende auch ein bisschen überlegen, was sind eigentlich positiv besetzte Begriffe dafür, die nicht nach Transformation klingen, was ja technokratisch klingt. Ich bin ja auch mitschuldig, war ja im wissenschaftlichen Beirat der Bundesregierung für globale Umweltveränderung, und wir haben ein Transformationsgutachten gemacht, wo das hieß die große Transformation. Das war wahrscheinlich ein begrifflicher Fehler, das so zu titeln, weil es Abwehrreaktionen hervorruft.
Ja, da kann man ja vielleicht dann auch an Heimatschutz zum Beispiel anknüpfen, ne? Also eigentlich ist es ja ein zutiefst konservatives Thema, auch zu bewahren, ja, also unsere Heimat, unsere Lebensgrundlagen zu bewahren. Und das kann man natürlich auch, also dieses Narrativ kann man natürlich auch so ein bisschen entkräften, dass es hier, dass wir nur die wirtschaftlichen Bedingungen beachten und das bewahren, sondern dass wir ja unsere Heimat auch bewahren wollen. Und deswegen, da glaube ich, da kann man noch ganz viel tun im Film. Und das, die Transformation, das sollte man sowieso nicht erwähnen, glaube ich. Ich glaube, das Zeigen, und das ist ja gerade unsere Kraft, ja, mit den Bildern, mit den Emotionen. Und die Emotionen bleiben eben hängen. Die Fakten weniger, aber die Emotionen bleiben hängen. Und da können wir ganz viel tun. Florian, du hast gerade ein Projekt in Vorbereitung genau zu diesem Thema. Ich habe ein Projekt nicht zum Thema Klimawandel, sondern zum Thema Meeresschutz in Vorbereitung. Das ist eine Romanverfilmung. Heißt das Meer. Und auch da müssen wir Mittel und Wege finden, ein politisch sehr anspruchsvolles Thema so zu erzählen, dass es auch unterhaltsam bleibt und nicht sofort in diese Didaktik abfällt, wo man eigentlich wieder eher geneigt ist, davon zu laufen, weil alles so schrecklich ist, sondern man eben Unterhaltung und Relevanz miteinander verbindet. Ich will trotzdem noch mal nachfragen mit den Stories of Opportunity, weil wir doch sehr allgemein sind. Also wir wollen keine Lastenräder durchzählen, hast du gesagt, Silke. Wir wollen Perspektiven öffnen. Wir wollen das Klima, das uns ja umgibt, so zeigen, wie es ist. Aber was ist denn dann, was sind die neuen Geschichten? Wo laufen die hin? Wie unterscheiden die sich? Ist das dann ein veränderter Tatort? Ist das eine veränderte Vorabendserie? Was ist der Unterschied? Ja, also ich glaube, das ist die eine Sache, das ist veränderte Tatorte, veränderte Vorabendserie, natürlich Dailies, wo wir das besonders gut einfügen können. Das ist, glaube ich, der erste Schritt und auch der einfachste Schritt, ja, dass wir da die Klimagefühle, die Klimaängste, die Realitäten mit einbringen. Aber man kann natürlich auch mal kreativ überlegen, wie können wir Sachen, was ich vorhin auch schon gesagt habe, wie können wir Sachen entlarven? Also der Film Don't Look Up zum Beispiel ist ja auch kein Klimafilm, aber er entlarvt eben ganz viel, ja, dieses Wegschauen als Gesellschaft, die Medienkritik und so. Das finde ich ist sehr, sehr gut gelungen und solche Sachen kann man sich natürlich auch überlegen. Dann kann man sich überlegen, Near-Future-Erzählungen, glaube ich, sind ganz gut geeignet. Zu weit in die Zukunft ist, glaube ich, oft weniger geeignet. Was sehr oft fehlt bei den Zukunftserzählungen, also wenn wir Konzepte zugeschickt bekommen, ist es immer ein düsteres Szenario. Und es ist immer so, dass zum Beispiel die Klimabewegung an dem gleichen Punkt ist wie jetzt. Also es wurde überhaupt nichts erreicht. So, und das ist natürlich ist eine blöde Erzählung und deswegen muss man wahrscheinlich auch mal überlegen, wie erzählt man Protagonisten? Muss das immer einer sein, der dann irgendwie David gegen Goliath oder kann das vielleicht auch eine Gruppenerzählung immer sein, dass die Kraft der Gruppen gezeigt wird? Weil das ist in der Realität ja so. Also aus der Sozialforschung wissen wir, dass der Mensch ist ein soziales Wesen, er orientiert sich an Gruppen und da entsteht eben auch eine Stärke. Das könnte man zum Beispiel auch erzählen. Also ich glaube, dass man es auf der einen Seite in die ganzen Formate mit einfügen muss. Man kann auch Comedy zum Beispiel eignet sich total gut. Also man kann sich auch über ökologische Kämpfe lustig machen oder wie auch immer. Was wichtig ist, dass wir das nicht zu didaktisch erzählen, nicht zu eindimensional. Also wenn Klimaaktivisten erzählt werden, ist es mir oft sehr eindimensional. Das ist immer der gleiche Strang. Sie sind immer radikal, immer null zu Kompromissen bereit. Und das macht die Figuren nicht so greifbar und auch nicht so interessant. Und deswegen muss man da, glaube ich, noch ein bisschen weiterdenken. Aber das ist so, also Near-Future-Erzählungen, glaube ich, oder Coming-of-Age sind da ganz gut geeignet, abgesehen von den Dailies. Wir haben ja jetzt leider niemanden von einem Fernsehsender hier sitzen, aber Silke, bekommst du diese Geschichten verkauft, untergebracht? Wie gesagt, also meine Geschichten, die ich jetzt in Arbeit habe, also eine Geschichte habe ich verkauft, das ist ein Drama, eigentlich ein Familiendrama und das hat eigentlich überhaupt nichts mit Klima zu tun, ist aber angesiedelt in der mittleren Elbtalaue und die Tatsache, dass die Menschen dort einfach einen Resonanzraum haben mit diesem Fluss, der seine Biodiversität einfach verliert, wo Arten sterben, wo aber auch die Menschen bedroht sind durch Hochwasser und Niedrigwasser, das ist ganz subkutan mit eingeflochten. Da ist diese Landschaft ähnlich wie Roter Himmel, finde ich, das auch gut gemacht hat, einfach nur als Resonanzraum da und wird miterzählt. Die Klimakrise ist nicht im Vordergrund, sondern einfach nur Teil. Das ist
Ja, das ist erfolgreich gewesen. Ich habe einen Weihnachtsfilm in Arbeit, der auch inzwischen bewilligt ist. Und das ist ein Weihnachtsfilm, der natürlich genau das liefert, was ein Weihnachtsfilm liefern muss. Warm und humorvoll erzählt, Versöhnung erzählt. Aber trotzdem ist es ein Weihnachtsfilm, der eben bei 18 Grad anfängt und dann im Extremwetter spielt. Also es ist mir tatsächlich gelungen, auch da dieses Narrativ mal zu knacken. Jetzt hoffe ich darauf, dass nicht ausgerechnet in diesem Jahr dann irgendwie ein schneereicher Winter kommt, aber das muss man sehen. Also ich habe auch einen großen Naturschutzfilm in Arbeit. Der ist ähnlich wie Near Future. Manchmal hilft es schon, wenn man sich aus der Gegenwart mal rausbewegt. Also das ist eine historische Geschichte, die aber auch natürlich erstmals Geschichte gut sein muss. Sie ist unterhaltsam, sie ist dramatisch, sie ist relativ unbekannt. Da hoffe ich halt noch, da bin ich noch am Klinkenputzen und am Bretterbohren. Aber es ist natürlich so schwierig wie immer, aber es ist auch überhaupt nicht unmöglich. Die Sender sind ja auch wie wir alle. Das sind Menschen, die genauso auch betroffen sind und die auch sich Gedanken machen und die auch Teil des Wandels sein wollen. Es muss nur richtig erzählt werden. Es darf nicht zu dystopisch sein und nicht zu klimapädagogisch. Also da ist sofort Abwehr da, aber dazu sind wir ja alle aufgefordert, als Kreative uns was einfallen zu lassen. Also ich glaube auch, nach unserer Erfahrung, wenn man mit den Sendern und Streamern und so spricht, dann ist da durchaus eine sehr, sehr große Offenheit da. Aber es wird immer so ein bisschen davon ausgegangen, dass das bei den anderen noch nicht so ist. Also die Streamer haben uns dann gesagt, ja, das ist total wichtig für uns, wir nehmen das total gerne auf, aber wir bekommen da gar nicht so viele spannende Geschichten. Wenn man dann zu den Geschichtenerzählern, also zu den Drehbuchautoren geht, die sagen, oh, wir haben da ganz viel, aber es wird uns nicht abgenommen. Und die Produzenten wiederum sagen, ja, das wird nicht beauftragt von den Streamern. Also das geht immer so, jeder schiebt das so ein bisschen auf den anderen, ja, so diese pluralistische Ignoranz. Man denkt immer, man wäre selber weiter als die anderen. Und das einmal aufzubrechen und uns als Filmbranche, als Team zusammenzufügen, ich glaube, das ist total wichtig. Und dann sind die Sender definitiv an Bord und die wollen eben Filme machen, die unterhaltsam und gut sind. Und das hatten wir ja gerade schon, dass das eben das Ziel dabei ist, dass es Unterhaltung ist. Ich glaube, auch ein Mittel der Wahl ist, dass man internationalere Geschichten erzählt, dorthin geht, wo die Auswirkungen des Klimawandels schon deutlich weiter vorangeschritten sind und man auch noch viel emotionaler erzählen kann. In Deutschland ist es ja durchaus spürbar, siehe Brandenburg, wo wir jedes Jahr wieder eine Dürre haben oder andere Bereiche. Aber ich glaube, in anderen Ländern, insbesondere in Afrika, ist es noch mal viel drastischer. Und da Geschichten zu erzählen, wo wirklich der Klimawandel schon so weit vorangeschritten ist, dass er wirklich Existenzen zerstört, ist sicherlich genauso notwendig, um einen Blick auch in andere Bereiche der Welt zu lenken. Ich frage jetzt noch mal, gibt es irgendwie das Bedürfnis, hier mitzudiskutieren? Einen der renommiertesten Klimaforscher der Welt könnten Sie hier befragen. Ja. Hallo, also mir gefällt der Anspruch, sozusagen positiv zu denken und Geschichten zu erzählen, die nicht unbedingt die Dystopie und sozusagen die was passieren könnte, wenn der Klimawandel voranschreitet und dahingehend Geschichten zu erzählen, sondern dieses Beiläufige, und da wollte ich Sie auch gerne fragen, Frau Silke Zerz, wie Sie da auch rangehen beim Drehbuchschreiben. Also was sozusagen psychologisch mit den Figuren passieren kann, wenn sie vielleicht eine Verbindung zur Natur schaffen, eine Verbindung zu den Menschen, die Natur ja auch hervorholen kann, wie auch besprochen wurde, dass da, wo Natur stattfindet, verbinden sich auch Menschen. Da passiert sozusagen psychologisch oder mit der Entwicklung der Figuren etwas Positives. Das gefällt mir sehr gut und da wollte ich Sie gerne fragen, wie Sie da auch beim Schreiben rangehen. Also ist das etwas, was Sie vielleicht auch mitdenken von Anfang an, bevor Sie sozusagen anfangen zu schreiben? Oder steht erstmal eine zwischenmenschliche Geschichte im Vordergrund und dann merken Sie, ach, das könnte ich noch mit einbauen, damit es sich auch in dieser Thematik
entwickeln kann. Verstehen Sie, was ich meine? Ja, verstehe, was ich meine. Also das kann so oder so sein. Also ich habe zum Beispiel mal einen Corona-Stoff entwickelt über junge Leute und über eine Hauptfigur, die Long-Covid hat. Und da hat sich das einfach ergeben, dass diese Lähmung, in der dieses Mädchen durch Long-Covid war, einfach auch was spiegelt, was auch mit dem Klimathema zu tun hat. Ne? Dann viele junge Leute sind in der Lähmung, weil sie einfach von Zukunftsängsten gelähmt sind. Da kam das einfach so natürlich aus dem Corona-Thema, aber übrigens auch noch nicht platziert bekommen, weil Corona ist ähnlich unbeliebt wie Klima. Ne? Also da kann es aber auch umgekehrt sein, dass ich denke jetzt, ich habe zum Beispiel auch eine Recherche gemacht über eine Flussnaturierung, da steht dann das Umweltthema im Vordergrund und eine ganz warme und, wie ich finde, ganz spektakuläre Rettung einer Flusslandschaft. Da bin ich dann fasziniert eigentlich von der Figurenkonstellation und versuche eigentlich möglichst erstmal durch den Schmerz durchzugehen. Ne? Denn wenn man sowas erzählt, dann muss man ja erstmal den Verlust erzählen, um hinterher in die Heilung gehen zu können. Also man darf sich auch nicht drücken. Man muss ja auch irgendwie in dem Drama auch erstmal eine dramatische Umstände schaffen. Also Menschen, die wirklich ihre Heimat verlieren, die vertrieben sind, die zusehen, wie vor ihrer Haustür irgendwie Natur zerstört wird, das vielleicht der Wald der Kindheit oder der Fluss der Kindheit ist oder so, dann muss man durch diese Trauergefühle auch erstmal durch, auch im Film, um dann zu sehen, da gibt es ganz viele Wege und da gibt es Helden und Heldinnen, die wirklich sagen, okay, ich mache jetzt was dagegen, ja, ich schaffe mir hier, ich wehre mich jetzt, also wie ähnlich wie das Sebastião Salgado, den Sie vielleicht kennen aus Das Salz der Erde, der hat sich einfach entschlossen, der Wald seiner Kindheit in Brasilien ist verschwunden und er hat gesagt, wir pflanzen den neu und er hat es tatsächlich geschafft. Das sind natürlich wunderbare Geschichten, die eher beflügeln, aber die trotzdem sich nicht dafür drücken, die Zerstörung zu zeigen. Also ist es das vielleicht, was Sie meinen? Ja, also es beantwortet die Frage, es erzählt, es verändert für mich sozusagen die Perspektive der Erzählung, weil ich die Möglichkeit habe, als Zuschauer einfach nicht sozusagen das Belehrende vorgehalten zu bekommen, sondern ich trotzdem die Möglichkeit habe, mich in eine psychologische Geschichte, in eine Verbindung mit den Charakteren zu begeben, statt dauernd irgendwie plakativ erzählt zu bekommen, wie schlimm das doch alles ist, was wir machen. Ich glaube, davon sozusagen gibt es auch medial einfach genug. Und deshalb denke ich, hätte es Potenzial, es sozusagen in genau dieses Positive umzulenken, was wir denn alles hätten, wenn wir uns mit der Natur verbinden, wenn wir rausgehen, wenn wir nach Zwischenmenschlichkeiten in der Freiheit suchen, wenn wir Freiheit neu erzählen, also wie Sie gemeint haben, nicht unbedingt immer vorm Sonnenuntergang am Strand, wo man weit hinfliegen muss, sondern vielleicht auch irgendwo im kalten Wald, weiß nicht, oder im regnerischen Wald oder im, oder wo auch immer, oder Freiheit generell anders betrachtet, ja. Ja, Freiheit kann auch in Beziehungen liegen. Ja. Also der Ulrich Fichtner, der Spiegel-Autor, hat ein tolles Buch geschrieben und das ist ziemlich neu. Und da steht eine Geschichte hinten dran über einen afrikanischen Bauer, auch gerade weil Florian Deiler noch was sagte, internationale Geschichte. Dieser afrikanische Bauer ist in der zerstörten Sahelzone Bauer. Und da wird natürlich die Zerstörung gezeigt, aber dieser Bauer gräbt Löcher, etwa 30 Zentimeter Durchmesser und Millionen von diesen Löchern in vielen, vielen Jahren mit vielen, vielen Helfern werden durch diese Menschen mit dem Stock gegraben und mit Dung verfüllt und dann werden so kleine Pflanzungen vorgenommen und Steinkreise gebaut und es ist tatsächlich gelungen, diesem einen Mann, der sich nicht damit abgefunden hat, dass seine Felder jetzt verdorren, die Sahelzone lokal wieder zu begrünen. Das sind diese Geschichten. Ich meine, man kann es aus der Perspektive eines Menschen erzählen, der ins Tun kommt. Und dann ist das sehr berührend.
Und das wird wenig gemacht. Das wird immer andersrum erzählt. Es wird immer erzählt, Menschen, die ausziehen, um etwas zu zerstören, und am Ende wird man mit der Zerstörung allein gelassen. Ich fand es jetzt interessant, dass Sie sagt, man bekommt ja so viel von dem anderen zu sehen. Also das Belehrende, das Kritische. Tatsächlich ist es aber so, wenn ich dieser Malisa-Stiftungsuntersuchung folge, dass fast überhaupt nicht im Fernsehen das Thema Klimawandel vorkommt. Also oder viel zu wenig. Wir haben trotzdem das Gefühl, dass wir in dem Wenigen, was wir sehen, belehrt werden. Das ist doch eigentlich ein interessantes Phänomen. Ja, das hat sich ja auch in der Malisa-Studie herausgestellt, dass das Empfinden deutlich höher ist bei den unterschiedlichen Formaten. Da muss man jetzt natürlich sagen, dass das in der Nachrichtenlage eben anders ist. Wir werden damit konfrontiert, und deswegen ist, glaube ich, dieses Gefühl, und das ist ja auch nicht falsch, dass wir ständig diese Nachrichten empfangen, ne? Und dadurch entsteht eben auch dieses Ohnmachtsgefühl und dann auch diese Abwehr. Und im Film wird es wenig gezeigt. Ich glaube, das empfinden die Menschen anders, aber es ist natürlich so. Aber das ist eigentlich kein Widerspruch. Also diese negativen Erzählungen, die wir die ganze Zeit bekommen, die Fakten sind ja auch nicht unwichtig. Aber deswegen ist es ja gerade so wichtig, dass wir dann im Film dahin gehen, wo wir auch mal zeigen können, wie es vielleicht oder wie manche Sachen vielleicht funktioniert haben. So, ne? Also Zukunftserzählungen, wo es funktioniert hat und nicht nur, wo es nie funktioniert hat. Weil wenn wir Klimageschichten erzählen, dann fast immer dystopisch. Also wir erzählen nichts von dem Aktivisten in Brandenburg, der dann auch Löcher gräbt, um in der Dürre neue Pflanzen ans Leben zu bringen. Ja, also sowas kann man erzählen, aber man kann eben auch die Kraft erzählen, die sich daraus ergibt, dass es dieses Konzept der sozialen Kipppunkte auch mal geklappt hat. Ja, und das ist ja in ganz vielen Bereichen so. Ja, also wenn Homosexualität zum Beispiel im Film, das wurde dann irgendwann gezeigt und dadurch wurde es natürlich viel normaler, genau mit der Diversität. Und dann ergibt sich daraus eben was und dann ist es unnormal, das auszublenden und gar nicht mehr zu zeigen. Und das sind eben die Kräfte, die dann daraus entstehen können. Ja, dass es in die Breite der Gesellschaft hineinkommt. Und was man auch erzählen kann, und das wird in einigen Produktionen jetzt, glaube ich, auch entwickelt, ist diese, dass wir nicht spalten, sondern auch miteinander reden können. Also dass aus verschiedenen Gruppen, und das kann man ja dann aufs Kleine beziehen, ja, also eine Gruppe, die warum auch immer zusammenkommen muss und dann sich miteinander irgendwie verhalten muss und nicht, dass jeder nur in seinem eigenen Kreis spricht und sich das alles irgendwie verhärtet und es überhaupt nicht mehr um die Sache geht. Das kann man zum Beispiel auch ganz gut im Film runterbrechen, diese unterschiedlichen Gruppen, die sich doch auch austauschen sollten und nicht nur in die Spaltung gehen sollten. Das kann man ganz gut, glaube ich, darstellen. Florian, nimmst du hier aus diesem Gespräch Anregungen für deine weitere Arbeit mit? Sehr viele. Ich werde gleich mal Silke fragen, wie viele Kapazitäten sie noch hat für gute Geschichten. Nein, es ist, ich glaube auch, man muss ein bisschen unterscheiden, Fernsehen, was ist denn Fernsehen für das Gros des Publikums? Das ist natürlich ein bisschen auch weglaufen vom Alltag, sich berieseln lassen, sich entspannen, unterhalten werden wollen. Und deswegen, glaube ich, muss man die Klimabotschaften sehr viel subtiler erzählen, entweder indem man sie in die Lebenswirklichkeit mit einflechten lässt oder eben positive Geschichten, Heldengeschichten erzählt, die dann eben auch unterhalten und die Hoffnung geben. Und in all dem, was da an negativen Nachrichten jeden Tag auf einen einprasselt, über die Push-Nachrichten von Zeit, Tagesschau, Spiegel etc., damit sie eben auch ein bisschen Hoffnung geben. Deswegen brauchen wir, glaube ich, im Fiktionalen wirklich Geschichten, die uns vor Augen führen, dass es Anlass zur Hoffnung gibt, dass es Möglichkeiten gibt, kleine Heldengeschichten. Und da kann man durchaus nach Afrika gucken oder in andere Länder, die deutlich mehr vom Klimawandel betroffen sind, wie hoffnungsfroh und teilweise erstaunlich leichtfüßig, die mit diesen Situationen umgehen und kreative Lösungen finden, die überraschend sind und die wir vielleicht gar nicht finden würden und von anderen lernen. Das wäre für mich ein Auftrag, den wir uns, glaube ich, alle geben könnten, mehr internationale Geschichten zu machen, mehr dorthin zu gehen, wo der Klimawandel schon deutlich weiter vorangeschritten ist und zu gucken, wie gehen die Menschen dort damit um. Um einerseits einen Blick dafür zu gewinnen,
Wie geht es denen? Wie krass können die Auswirkungen sein? Auf der anderen Seite, was für Lösungen finden die? Und wie können wir voneinander lernen? Ich habe gesehen, da gibt es noch eine Frage im Publikum. Sie haben jetzt 30 Jahre Erfahrung auf dem Gebiet der Klimaforschung. Und wenn wir jetzt auch nochmal den Titel der Veranstaltung mit einbeziehen, wenn Sie Filmemacher wären, welchen Film würden Sie machen, um die Klimakrise anders zu erzählen? Oder anders gefragt, was wünschen Sie sich von der Filmbranche, wie wir neu erzählen? Ja, also ich finde das im Grunde sehr gut, was hier diskutiert wurde, dass es nicht unbedingt den Film über den Klimawandel gibt, sondern dass es selbstverständlich in ganz vielen Produktionen dabei ist. Das finde ich an sich richtig. Wenn ich mir einen Film wünschen würde, ja, dann vielleicht einen, wo als Held ein Klimaforscher auftritt, wie in The Day After Tomorrow. Da ist ja auch ein Klimaforscher der Held. Man könnte ja auch mal einen Film machen über die vielen Kämpfe, die Klimaforscher mit der Lobby der Klimaleugner geführt haben im Laufe der Jahrzehnte. Also das Thema ist ja auch noch fast gar nicht aufgearbeitet. Wäre das ein Krimi? Zum Beispiel. Ich dürfte da vielleicht noch anmerken, die Exxon-Story, an der ja Stefan Ramsdorf mitgewirkt hat, sie aufzudecken, dass eben schon seit vielen, vielen Jahrzehnten bekannt ist, auch in den Chefetagen von Exxon, dass die haben ja richtig eine alternative Wissenschaft finanziert, um den Klimawandel zu leugnen. Das ist ja natürlich ein super Krimistoff und wäre sicherlich auch eine Idee, der man sich mal annehmen könnte. Genau, also diesen Antagonisten wollte ich auch gerade sagen, ja, auch wenn die ExxonMobil-Chefs deutlich netter aussehen als Voldemort, kann man die doch tatsächlich als Antagonisten mal darstellen, weil es eben so ist, dass es jahrelang die Erkenntnisse der eigenen Leute bei Exxon, ja, das wurde ja bewusst runtergespielt und das läuft ab und zu in Dokus und das wissen wir wahrscheinlich, weil das berichtet wurde, aber auch das kann man natürlich narrativieren und diese Antagonisten dann tatsächlich auch mal darstellen. Sie haben ja jetzt übrigens meine Schlussfrage genommen. Das hätte ich alle gefragt, welche Geschichte Sie eigentlich erzählen wollen. Aber das können wir ja jetzt noch weiter fortführen. Also Silke, du hast ja auch erzählt von Projekten, die du noch nicht untergebracht hast. Aber was ist denn deine ideale Story of Opportunity? Ich würde schon sehr, sehr hoffen, dass dieses Naturschutzprojekt, was ich habe, was wirklich eine tolle Geschichte ist, historisch, das spielt im wunderbaren Jahr 1990, wo vier Wissenschaftler in der ehemaligen DDR wirklich etwas Unvorstellbares vollbracht haben, nämlich 10% der Landesfläche der DDR in einer Art Coup, in einer Art Husarenstück, wie es manchmal genannt wird, aber eigentlich doch auch gut geplant und gut gedacht unter Naturschutz stellen konnten. Das weiß kaum jemand. Dass das in wenigen Monaten gelungen ist, in den Monaten zwischen dem Mauerfall und der deutschen Einheit. Und dass es eben auch eine Geschichte darüber ist, doch auch ein Individuum, ein einzelner Mensch oder eine kleine Gruppe von Menschen kann ganz viel bewirken. Kann so viel bewirken, dass wir heute noch Landschaften wie Rügen oder den Harz oder die Boddenlandschaft der Ostseeküste, dass die Sächsische Schweiz noch so sehen, wie sie sind, weil wir hätten die alle nicht mehr. Die Investoren, die Spekulanten standen ja 1990 schon in den Startlöchern. Das hat diese kleine Gruppe von Menschen verhindert. Und ja, also es ist historisch, ist natürlich deswegen auch teuer. Ich habe dafür, bin da jetzt noch nicht gelandet, aber ich bohre weiter dicke Bretter, das würde ich mir wünschen. Nicole. Ja, also den einen Top-Klimafilm, den dann alle schauen und dann ganz anders denken, wird es wahrscheinlich nicht geben. Aber wie ich schon ein bisschen gesagt habe, ich glaube, dass es super wäre, einen Film zu erzählen, wo ein bisschen vielfältiger die unterschiedlichen Akteure erzählt werden, wo es mehr um Heilung und Gemeinsamkeit geht, so dass man auch einen gemeinsamen Weg findet und nicht, wo der Klimakleber ist und dann der Porsche-Fahrer und die beiden trennt so viel und die sind beide auch total eindimensional erzählt, sondern wo sich eben Menschen
austauschen, in den Austausch gehen und merken, wir haben etwas gemeinsam. Uns ist unsere Gesundheit wichtig, uns ist das Überleben unserer Kinder wichtig und uns ist die Natur wichtig. Also darauf kann man sich, glaube ich, einigen und dass man diese Gemeinsamkeit so ein bisschen mehr rausfiltert und das dann so also das in den Vordergrund stellt, ich glaube, das wäre super. Und also allein, was wir jetzt, seitdem wir letztes Jahr so ein bisschen im Hintergrund diese Gruppe gebildet haben, die sich da immer zusammentrifft, wo wir am Anfang gedacht haben, das wird niemals klappen, ja, also Klimaaktivisten zusammenzubringen mit Wirtschaftsbossen, Stahlindustrie, mit also alle so an einen Tisch zu bringen. Und das hat unglaublich gut geklappt und es sind unglaublich tolle Initiativen auch im Hintergrund entstanden, Windkraftinitiativen, Medieninitiativen, Initiativen in großen Unternehmen. Und da ist so eine Kraft, dass allein das schon eine richtig gute Geschichte wäre. Florian, du hast die Geschichte schon, ne? Ja, ich überlege schon, welche von den vielen, die mir in meinem Kopf rumschwirren, nicht wähle. Ich hatte mir vorgenommen, eine Liebeskomödie zwischen einem Multimilliardär und einem Klimaaktivisten zu erzählen, zwei Gegensätze aufeinanderprallen zu lassen und das als Komödie. Damit es ein bisschen leichtfüßig und publikumsaffin daherkommt. Fände ich mal interessant, weil was ein Multimilliardär in einem Tag verbraucht, verbraucht wahrscheinlich der Klimaaktivisten in 5 Jahren. Und diesen Gegensatz, diese Gegensätze zusammenzubringen, wäre eine Herausforderung, das als Komödie erst recht. So. Wer schreibt das Buch? Das muss ich noch fragen, wer sich daran traut. Silke, wie schaut's aus? Hat keine Zeit. Professor Ramsdorf, wo stehen wir in 5 Jahren? Nicht mit dem Klimawandel, sondern mit der Diskussion in unserer Gesellschaft darüber, mit der Diskussion in Film, Literatur, Kunst. Ja, also der Wunsch wäre natürlich, dass es einfach selbstverständlich geworden ist und nicht mehr als kontroverses Thema oder als Thema der Grünen oder so behandelt wird. Ich denke, wenn man die letzten 5 Jahre anschaut, hat man, was den gesellschaftlichen Bewusstseinswandel angeht, schon das Gefühl, dass wir in einem gesellschaftlichen Kipppunkt jetzt uns drin befinden. Also zum Beispiel letzte Bundestagswahl war das einfach ein wichtiges Thema, Klimaschutz. Sonst hätten wir wahrscheinlich Armin Laschet jetzt als Bundeskanzler. Und die 4 Jahre davor war das einfach kein Thema. Es gab ja so viele Bundestagswahlen, wo einfach kaum die Kandidaten je danach gefragt wurden, was sie eigentlich für Pläne zum Klimaschutz haben und so weiter. Also ich will damit nur sagen, der gesellschaftliche Wandel, der ist ja bereits im Gange. Und ich hoffe, dass er nicht wieder irgendwie stoppt durch andere Konflikte und so weiter, sondern dass er so weitergeht. Und dann könnten wir in 5 Jahren schon wesentlich weiter sein. Wir werden auch in 5 Jahren schon wesentlich mehr erneuerbaren Strom haben. Zum Beispiel, wir sind ja schon bei 50% in Deutschland. Und so, dass solche Dinge, die mal kontrovers waren, dann einfach hoffentlich selbstverständlich sind. Nicole, wie kann man bei euch mitmachen? Das kann ich mir vorstellen, dass sich da viele für interessieren. Wie kann ich bei Planet Narratives, wie kann ich die unterstützen? Kann ich an Seminaren teilnehmen, an Veranstaltungen? Was macht ihr in den nächsten Monaten? Genau, also man kann erstmal auf die Internetseite gehen, www.planetnarratives.de, und genau, man kann sich anmelden, man kann uns schreiben jederzeit. Wir werden jetzt diese Workshops nach und nach machen. Was wir natürlich brauchen noch, ist mehr Finanzierung, also das übliche Thema. Wir sind gemeinnützige GmbH und versuchen das fürs nächste Jahr deutlich aufzustocken, weil im Moment ist das so ein bisschen so eine One-Two-Man-Show, also Lars Jessen und ich. Und noch ein netter Mitarbeiter, der das macht. Und wir brauchen natürlich noch deutlich mehr. Und es sind ganz viele dabei, die auch mitmachen wollen und die dann natürlich auch bezahlt werden sollen. Deswegen, das wäre super. Und das ist unser Vorhaben für nächstes Jahr. Und dann werden wir auch angehen, dass wir zum Beispiel auch Leute, die da interessiert sind, da ausbilden, dass auch sie das wieder weitergeben können. Ne? Weil das oft, es fehlt eben immer noch so ein bisschen die Sensibilität dafür und das große Ganze sich auch anzuschauen.
Und das versuchen wir, soweit es geht, irgendwie in die Filmbranche einzubringen. Aber ich bin da tatsächlich sehr optimistisch, weil wir gemerkt haben, dass da sehr, sehr viel Resonanz kommt. Wir haben sehr, sehr viel nach dem Klimatag bei der Filmakademie, die Videos wurden sehr, sehr viel geklickt. Die sind ja immer noch bei YouTube auch abrufbar, auch über unsere Homepage. Und da ist sehr viel Wille bei der Filmbranche da. Und jetzt müssen wir da wirklich zusammenarbeiten und das umsetzen. Silke? Was machst du in den nächsten 3-4 Jahren an Projekten? Naja, also ich versuche natürlich, was ich ja vorhin auch schon gesagt habe, meine Projekte unterzubringen, die fertig zu machen, die ich ja schon beschrieben habe. Und ich werde natürlich auch Nicole tatkräftig unterstützen und versuchen, das einzubringen und Kolleginnen und Auftraggeberinnen dafür zu sensibilisieren, dass dieser Wandel, den wir alle erleben, schon im Gange ist und wir uns jetzt einfach tätig hineinwerfen sollten, wir alle, und nicht verzagen sollten, wenn wir denken, wir haben sowieso keine Chance mehr und in diese Ohnmacht verfallen. Das ist immer wirklich schön zu erleben gewesen, wie auf unseren Panels einfach hinterher ein gutes Gefühl da war, weil das hatte sowas Empowerndes, also das war schon einfach so ein Weg, wir können alle was tun, wir sind alle Teil der gleichen Menschheit und jeder muss einfach ja auch nur ein Milliardstel oder ein Viertel, nur ein kleines bisschen was tun und kann natürlich, wenn wir Reichweiten haben, auch mehr als das tun, und es gibt so viele Möglichkeiten und Geschichten sind Möglichkeitsräume, die sollten wir nutzen. Silke, ich glaube, das war ein sehr gutes Schlusswort. Ich danke allen hier in der Runde. Silke, für dich drücke ich die Daumen. Morgen geht es darum, ob du die Daphne bekommst für dein Drehbuch von Laufen. Ich danke allen, die hier zugeschaut haben und zugehört haben, für die Fragen aus dem Publikum. Es geht jetzt weiter als eine kleine Überbrückung mit einem Ausschnitt aus unserer Preisverleihung der Daphne aus dem Jahr 2022. Vielen Dank.